Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind hier stehen geblieben, in dem Ausgang dieser komischen Höhle, diesem komischen Tunnel oder was auch immer das war. So. Und Zelda ruft nach uns. Mike! Da bist du ja, Mike. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft ausgesucht. Und? Hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Bade und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir! Woher weiß sie das? Hä? Wer? Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir! Okay, alles gut mit dir, Zelda? Worauf wartest du, Mike? Schnell! Ja, okay, komm, let's go! Oh. Da ist er ja! Alter, barrikadiert in diesen kleinen Löchlein da. Dein Wolkenvogel! Ah Gott, auf mich! Ja. Oh, das funktioniert nicht. Okay, versuchen wir das hier. Mir wurde auch gesagt, kleiner Funfact, mir wurde gesagt, man kann ja auch rollen, wenn man das so macht, irgendwie. Nicht? Kann man die nicht rollen? Mir wurde gesagt, man kann die auch rollen. Nee? Also keine Ahnung, ob das stimmt, aber mir wurde gesagt, man kann die rollen. Vielleicht mache ich es einfach falsch. Ja gut. Warte, synchron. Jup. Ha! Oh, das reicht nicht? Vielleicht die Seile. Ja, die Seile. Klug. Bam! Na, das hat nicht geklappt. Das hat geklappt und zack! Ha! Ha! Reicht das nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, reicht doch. Ha! Achso, ich muss sie mehrmals machen, glaube ich. Ja, ich muss sie mehrmals machen. Ja, ich komme doch schon, Vogel! Da bist du frei. Da ist er frei, Leute. Los, Mike, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel! Hey, Mike, diese Stimme. Hast du das gehört? Nee, was denn? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. What? Dein Vater oder was? Mike, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Ja, wäre schon cool. Tut mir leid, dass ich das so erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet schon auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Das heißt, du schubst mich jetzt wieder runter? Oder sprich ich alleine? Ah, komm, ich spring alleine. Unser Vogel. Muss ich jetzt was drücken, oder? Ich drück mal. Nee, ist doch Katzi. Ich weiß es nicht. Man muss es ausprobieren. Ah doch jetzt! Vogel! Da kommt er auf uns zu! Yeah! Und jetzt? Fliegen wir jetzt? Oh ja, wir fliegen. Fliege ich? Mit welchem fliege ich? Ach, mit dem hier, okay. Okay. Nach der ganzen Aufregung sollten wir einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Mike? Ich denke schon. Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Achso, nach unten dann.
Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn dann stark nach oben steuern. Um Höhe zu gewinnen. Nur um danach in den Sturzflug rüberzugehen. Schneller fliegen nach oben. Beständig. Was? Beständig an Höhe gewinnen und dann in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Oh Gott. Und ist mit deinem Vogel alles in Ordnung? Nein. Steigern. Ah. Ah, so steigere ich. Oh Gott, ist aber delayed. Erst jetzt. Ich hoffe, die Cam ist nicht delayed. Das müsste aber passen. Wenn nicht, dann sorry. Manchmal kann das mal passieren. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drücke jederzeit nach rechts, um die Steuerung anzeigen zu lassen. Okay. Mit Blick halt langsam. Außerdem kannst du angreifen, wodurch auch kurz beschleunigst, aber langsamer werden kannst. Probier alles einfach mal aus. Ich kann angreifen. Angreif mit X. Ah, hoch, 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 hoch. Du bist so tief. Du bist so tief, Bro. Rüdiger, nicht so tief. Keine Kapriolen. Ah, ich kann angreifen. Ah, aber das ist wie Epone. Ich kann nur nur so dreimal auf seinen Rücken schlagen und dann denkst du so, ey, lass mich mal, du Pisser. Tut weh, kann nicht mehr. Ach, links sehe ich auch, wie hoch ich bin. Wenn ich also so noch tief steuere, ich hoffe, man sieht das mit der Cam. Ich meine, Joy-Con so hin und her schwingt, zumindest der hier macht nichts. Nicht wirklich was. Nee, hilft nicht so viel. Naja, B verlangsamen. Ach, dann kann ich auch stehen bleiben. Okay. Dürfte ich jetzt bitte wieder was sehen? Ich sehe nichts mehr. Ah, doch jetzt wieder. Gut, und wo geht's lang? Ich muss den manchmal neu kalibrieren. Das ist ein bisschen nervig, aber gut. Ich wette, auf der Wii war das ähnlich. Mike hatte schon das Schlimmste befürchtet. Aber der Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sich ja schon. Beeilen wir uns. Ja, komm. Fliegen wir in die Distanz. Doch, die kann wieder da. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchgemacht musste. Ich werde nun meinem Vater berichten. Alles berichten. Oh nein. Hey, Mike. Ach, du hast dein Federvieh gefunden? Wir haben ihn seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskinder wie du eigentlich immer eine extra was? Hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? War doch eben die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschall. Und niemand werde ich zulassen. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschall, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Der riecht bestimmt toll. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide. Ungestört. Zelda und ich. Ganz allein da oben. Das ist langsam jetzt ein bisschen creepy, muss ich zugeben. Bardo, Bardo, hinter dir! Hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Also Mike, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Der macht so diesen lockerten Lauf und dann hinter der Cam. Sie hat das bestimmt alles mitbekommen. Fuck. Aber naja. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Mike, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Ne. Streng dich an. Das wird dann schon. Hab ein wenig Selbstvertrauen. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start.
Also dann, Mike, bis gleich. Hi. Oh. Spiel wird gespeichert, irgendwie sowas. Oh, und jetzt fliegen wir wieder. Jetzt geht's richtig los, Leute. Mit unserem kaminroten Wolkenvogel. Nur ein Wettkampf, wer als schnelles, als letztes ins Ziel kommt, schätze ich mal. Vielleicht gibt es irgendwo Ringe oder so. Oder eine Ziellinie in der Luft, keine Ahnung. Oh, noch eine Cutscene erstmal. Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Mike nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht nach unten zu drücken, um euren Vogel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja, fliegen und eine Figur finden oder so. Ja, wir kriegen das schon hin. Gut! Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Wieder so guckt sie. Ich werde es abortieren. Der hat bestimmt irgendwelche Steine dabei und schmeißt dann auf unseren Vogel. Bestimmt. Und ich will sehen. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das habe ich gerade gesagt. Das gilt besonders für dich, Bardo. Hey. Alle auf ihre Plätze. Los! Ah, komm. Ah! Spaghetti! Okay. Wie kann ich nochmal klatschen? Steuerung! X! Ja! Ich hab das Gefühl, ich bin nicht gut. wir werden mal sehen, wie das läuft. Der Vogel, den sollen wir nehmen. Den brauchen wir. Ja, der Pfeil zeigt an. Wir brauchen den. Heya! Hat nicht geklappt. Heya! Das klappt auch nicht. Ich muss näher ran, glaube ich. Ich höre? Ja doch, höher ist gut, weil dann kann ich... Der will sabotieren. Ja! Nein. Aber den da oben. Zack! Nein, daneben! Nein! Wo ist der Vogel? Oh, ich bin komplett weit weg. Die kriegen den, oder? Ich bin so scheiße im Fliegen. Oh Gott. Ich muss näher ran. Noch näher ran! Ach, keine Kraft mehr. Muss kurz aufladen. Wie lange geht das auf? Lange? Naja, nee, es geht. Jetzt sind die gut. Der ist voll weit weg. Nein. Hoch. Hoch mit den Federn. Mein Gott. Ah. Oh nein, er dreht um. Doch, das ist ganz gut, wenn er umdreht. Kommt dann in meine Richtung und dann... Ach man. Obwohl. Nein! Ganz knapp. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, es tut mir so leid, dass ich so schlecht spiele. Aber ich habe das Gefühl, die NPCs sind noch schlechter. Ich glaube, die sind sogar extra schlecht, damit man das auf jeden Fall schafft. Ich glaube nicht, dass man die verlieren kann. Der geht aber nicht immer hoch. Das ist nervig. Oh, jetzt habe ich gute Chancen. Nein, er dreht wieder um. Was soll das? Bleib hier. Oh. Nein. Komm schon. Hä? Ich war in ihm drin. Komm schon. Boah, geklapst. Aber den gelben nicht. Wo ist er? Pfeil. Oh mein Gott. Ich muss höher. Wo ist er jetzt? Oh Gott, die Steuerung, ne? Kann ich nicht bitte mit Buttons nur besteuern? Ich will nicht mit Gyro-Sensor. Nein, nicht mehr Sensor, einfach nur mit Gyro. Und jetzt Schutzflug. Geht immer höher. Er heißt, was ich vorhab, aber... Oh, hab mich schon wieder ausgetrickst. Alter, das ist klug. Nein.
Ich hatte ihn! Ich hatte ihn! Oh! Nein! Was passiert hier? Hier ist er. Kann ich ihn anvisieren? Oh lol, sag mir nicht, ich hätte ihn die ganze Zeit anvisieren können. Nein, oder? Was ist das scheiß Ding? Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich bin zu dumm dafür. Vielleicht verlangsamen. Das wäre auch mal eine Idee. Dann kann ich vielleicht besser steuern. Geh mal höher. Ich sehe nichts mehr. Oh, mein Arm tut mir langsam weh, weil ich den jetzt halten muss. Ja, wo ist er? Er ist wieder weg. Vogel? Okay, nah ran und dann langsam und dann zielen und dann dashen. Das ist jetzt mein nächster Plan. Okay, da ist er. Was? Wie hat das nicht gezählt? Ich hatte ihn doch. Alter. Geht diese scheiß Minigame nicht hin, ey. Alter. Ich schick das nicht. Ich kann das nicht. Das tut richtig meinem Arm weh. Hä? Ich war doch auf ihn rauf. Oder muss ich irgendwas drücken? Vielleicht muss ich irgendwas drücken, wenn ich bei ihm bin. Und ihn nicht dashen. Ah, ich muss A drücken. Oh, fuck. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Ich sitze locker 5 Minuten dran, ne? Weil ich die Steuerung nicht kann. Du wagst es dich, mit Bardo anzulegen? Nimm dies, Kleiner! Du bist klein! Was willst du? Hey! Oh mein Gott, der schmeißt mich ab hier. Was soll denn das? Was ist das für ein Benehmen, ha? Außerdem, wie schlecht seid ihr, dass ihr den nicht bekommt? Aua. Was machen die eigentlich? Bringen die mich nur nach unten? Ja, das ist ja nicht schlimm. Jetzt komm. Mein Arm tut weh. Oh mein Gott, sie schmeißen wieder. Hoch da, hoch da. Ich muss ihn einfach nur mit A berühren. Ey! Da schubst er mich weg! Der Kek! Mein Arm, ey. Spam, 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 komm, komm, ja! Komm schon! Du hast die Vogelfigur erhalten! Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus! Zelda wird sich freuen! Yay! Leute, ich hab's geschafft! Hey. Mike! Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Mike, du musst nun die Vogelfigur der Göttin da bringen. Hier. Das war schön. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Oh mein Gott, sieht es nicht aus? Nein. Nur ein Stück. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel, tanzend im Wind. Für dich. Take it.
Du hast den Paraschall erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Nie wieder Fallschaden. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschall. Man sagt, dass die Göttin ihnen seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kam dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Mike. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Küss sie! Ich meine... ja, ja, klar, sicher. Ich weiß, Spam auf dem Vogel, das muss ich machen, ja, ja. Haha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Von hier springst du runter. Was? Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Eigentlich nicht. Sie schmeißt es mal wieder runter. Naja, es ist Zelda. Hey, hey. Letzten Moment, ich hab die Steuerung wieder vergessen. Das ging wohl daneben. Neige im Flug. Mit welchem? Ach so. Okay, wahrscheinlich mit dem hier, oder? Ja, mal wieder. Das war falsch. Ich sollte wahrscheinlich abspringen und nicht das machen, was ich gerade gemacht habe. Ja, ja. Dann let's go. Ja. Gedrückt halten. Ach so. Okay. Hast du toll gemacht, Mike! Danke! Sag mal, Mike, jetzt hast du ja schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Ein Date? Mike, hör mal, Mike! Was denn? Brauchst nicht schreien, ich bin direkt neben dir. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Und was für ein schöner Popo. Weißt du was, Mike? Du und ich, wir... Was passiert denn jetzt? Hey, was? Oh! Was ist das? Ein Sandsturm? Sieht zumindest aus. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Tornado. Mike! Zelda, ich rette dich! Oh, daraus wird wohl nichts. Mike! Mike, deine Batterieleiste lässt nach. Ich meine, ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen.
Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Mike! Alles nur ein Traum? Endlich bist du aufgewacht. Oh. Was geht denn jetzt ab? Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Warte, das war echt? Wo ist Zelda? Mike, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Ja, lustige Geschichte. Wir hatten ein Date und dann kam so ein großes Monster, hat sie bestohlen und ja, das war Ende der Funny Story. War doch lustig, oder? Facepalm. Ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Ich hab's vermasselt. Ich muss sie retten. Du darfst dich noch nicht so sehr anstrengen. Hör mal, Mike. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Inwiefern? Okay, Link erzählt schon mal irgendwas, aber ich weiß nicht was. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Na, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir sie nicht finden. Alter. Hör mir zu, Mike. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Okay, er ist sehr optimistisch dafür, dass ihre Tochter einfach vom Erdboden verschluckt wurde oder von Wolkenboden, whatever. Ich höre was. Da ist was. Leute, da ist irgendwas. Wir sollten uns umschauen. Nur wir gehen einfach schlafen. Komm, let's go. Nee, geht nicht. Machen wir vielleicht ein bisschen Krach? Nee, geht auch nicht. Vielleicht ein paar Rubine abholen? Ja, das hat geklappt. Nice. Aber das mit dem Vogel muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben und ein bisschen lernen. Das war echt schwach von mir. Aber was sind das für Geräusche? Wer war diese Person? In meinem Traum. Die existiert wohl wirklich. Hey, warte. Warte. Ah. Warte auf mich. Wo ist sie hin? Da ist sie hin. Komm her. Noch nicht weg! Wo will die mich hinführen? Wer ist sie überhaupt? Ein Geist aus meinen Träumen, der wirklich existiert? Bist du das? Der mir und Zelda die ganzen Träume gibt? Vielleicht haben die ja mehr Bedeutung, als wir denken. Hä? Darunter? Dabei kann ich nicht. Da kann ich doch nicht runterspringen. Vielleicht gibt's einen Umweg. Ja, ich hab noch meinen Schirm, ich weiß. Das habe ich gerade komplett vergessen. Aber ja, jetzt weiß ich's wieder. Hi. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh Gott, die Kamera. Die Kamera ist jetzt nicht so toll in diesem Spiel, muss ich sagen. Also die würde ich mir ein bisschen besser wünschen. Wie mache ich das denn dann? Ach so, warte, mit dem Gleiter kann ich nicht in irgendwelche Richtungen mich bewegen. Das ist nur, damit ich nicht richtig viel Schaden bekomme anscheinend. Ja, okay. Hm? Die Mieze. Na, bist du süß. Bist du gerade wach geworden? Ein Monster! Ah! Komm her, ich bring dich um! Ich bringe Katzen um! Die Peter wird das nicht mögen! Erstmal schön Dislikes von der Peter. Oh. Ciao. Dann nicht.
Oder warte, ich geh mal hier runter. Vielleicht gibt's hier unten irgendwas. Ja, es gibt hier Gegner. Ha! Ich steche euch. Zack, 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 zack. Bam. Und du hast mal ab, bitte. Hau mal ab. Hui! Nein, es fliegt wieder hoch. Oh mein Gott, das ist nicht wie der Pinguin aus Mario. Oh oh. Du hast einen Rubin, wo die Rubine halten. Der ist 20 wert. Was für ein Glück. Cool. Kommt jetzt wieder hoch? Oh, weg, 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 weg! Ah! Oh Mann, ey. Oh Mann. Komm, dann klettern wir hoch. Kurz aufladen. Und dann hoch da. Wo führt uns das hin? Wo will die uns hinbringen? Was gibt's denn hier hinten, hinter der Insel? Ich meine ja auch so der hintere Bereich einer Insel, wo noch nie jemand war, ist auch ziemlich interessant, würde ich sagen. Ha! 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 Okay, ich wollte nur ein bisschen mich cool fühlen mit den Moves. Kommen wir da hoch? Ja, aber nur wenn wir rennen. Oh. Haut ab! Ha! Ah, ey! Böses Viech. Ja, komm, stirb. Meine Güte. Hi. Ah. Oh Gott, wenn ich den nicht geschafft hätte, den Jump, ne? Also dann wäre das ziemlich schlecht ausgegangen für mich. Na gut, ich kann meinen Wolkenvogel rufen, aber naja, keine Ahnung. Oh, oh mein Gott, ich habe mein Mikro geschlagen. Oh mein Gott, ich hoffe, das war kein E-Rape für euch. Ich muss voll aufpassen, Alter. Oh. Okay. Da. Oh Gott, wie hoch geht das? Okay, wir sind da. Irgendwie. Nein, oder? Der Ort hier, hätten wir nicht auch am Tag hingekommen? Nee, ach so, nee, hier ist das Gitter zu. Deshalb sollten wir außen rum gehen. Okay, okay, jetzt das macht Sinn, das verstehe ich jetzt, aber come on, irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie hier? Nee. Hm? Jetzt habe ich sie verpasst. Nein. Wo ist sie? Hier drüben? Oh Gott. Hau bitte ab. Wo ist das Viech? Komm ich nicht lang. Außenrum auch nicht. Nee, wo muss ich lang? Ich habe sie verloren. Hä? Hier ist sie wieder. Hey. Renn nicht weg. Ach, jetzt kommt der Cutscene? Okay. Komisch. Sorry, um dich enttäuschen zu müssen, aber ich kann nicht durch Wände. Bin kein Geist. Nun, ich schätze, das ist noch gar nicht nötig. In die Statue hinein. So wird's das nächste Mal bei The Legend of Zelda Skyward Sword weitergehen. Bis dann! Und ciao!